What's up, Anna? Shh. Hmm. I sense it too. It's the Nergigante. I'm certain. Over here. Hmm. Gleich um die Ecke oder erst Kilometer weit weg? Ich frag nur für einen Freund. Okay, der Nerd-Gigante, wenn sie den spüren konnte, warum... Ach, wir fragen lieber nicht, oder? Wir fragen nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Ja, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wir biegen mal ein paar Mal links ab. Nach dem, was ich gerade auf der Karte gesehen habe. Oder noch nicht gesehen habe. Okay, was bist du denn? Wir haben einen Ohrenkneifer. So einen richtig ekelhaften Ohrenkneifer haben wir hier. So einen richtig, richtig schönen Kneifer. Eieiei. Ich pack mal den Hammer aus. So. Ich denke mal, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist Zeit. Er war lange nicht mehr dabei. Griffin! Ehemals Sven, aber es macht ja nichts. Jetzt geht's los. Machen natürlich grüne Angriffe. Egal. Yeah, willkommen zurück, genau. Finde ich auch. Ich finde das gerade super. Der kneift wirklich. Gut, Der machte blau gerade, ne? Ach, das ist sogar Zeltas. Die Zelta ist wieder da. Auch lange nicht mehr gesehen. Zelta ist wieder da. Ja, das stimmt. Nur vier, aber es macht trotzdem... macht die Sache nicht besser. So, das fängt hier alles schon mal sehr gut an. Und zwar richtig mit Aua. Aber egal. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wartet. Ich habe eine Idee. Also erstens, Annie muss mal kurz rein. Muss mal ein bisschen Dampf ablassen, ne? Die Gute. Ihr wisst ja, wie es läuft. Müssen wir ganz kurz. Das ist eine. Und dann machen wir jetzt mal hier einen. Achso, nee, wir haben ja sogar was anderes noch. Wir stärken uns. Mit einem Steak. Ah. Da kam doch so eine Drohne, die fusioniert haben. Ja, aber das war damals der Boss. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht auch auftaucht. Ich weiß es nicht, aber es wäre überraschend. Es wäre überraschend. Also ja, bei der Königin tauchte damals noch so ein komische Drohne auf. Da hast du recht. So sieht's doch schon mal ganz gut aus. Guck mal einer an. Sieht doch gut aus. So, und dann, ich hoffe, ich habe recht mit den blauen Angriffen. Ich habe jetzt wieder nicht hingeguckt. Aber wir werden es gleich sehen. Warum kann ich hinten den Kneifer nicht angreifen? Okay. Dann eben so. So ein Fliegedings. Ja. Ich erinnere mich dran. Das war nicht gerade nett. Gar nicht nett. Da war was. Auf Dauer war doch da was. Okay, aber das läuft gerade ganz gut. Konterpose. Jetzt wird er zum Poser. Guck mal hier. Okay.
Oh, das läuft gut, läuft gut. Auch wenn wir gegen ihn offiziell noch nicht gekämpft haben. Ich werde keinen Farbbeutel auf das Viech werfen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir es jagen können. Und ganz ehrlich, ich will es auch nicht haben. Ich gebe zu, ich will es nicht haben. So, ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ja, das war eigentlich falsch. Wollte ich sagen, rote Angriffe machen. Wir haben es richtig ausgewählt, aber ich habe das falsche Viech ausgewählt. Naja, macht nichts. Los geht's. Immer schön auf die Beinchen. Immer auf die Beinchen. Brennen und vergiftet. Besser geht's doch gar nicht. Wir haben zwar das falsche Viech kurzzeitig gehabt, aber ist ja egal. So, also. Griffin. Griffin darf mal wieder. Ja, brauchen wir auch nicht. Ja, das finde ich auch. Also ich. Es gibt einiges, was wir hier nicht brauchen, denke ich. Und das Viech gehört dazu. Ach so. Nee. Standardangriff auf die Beine. Ja, das sieht langsam gut aus. Langsam. Okay. Gemein wird's, wenn es zum Konterangriff kommt. Ne, dann igelt sich das Ding ja so komisch ein und wir kriegen den Schaden, den wir reinhauen, zurück. Und das ist dann immer ganz ekelhaft. Okay, reiten, nicht reiten. Nö, noch nicht. So, komm. Guck mal, wir haben Killerschwanz. Geht auf die Beine. Und hauen wir nochmal rein. Hyperatem. Hält nichts. Legt sich hin, hoffe ich. Nein! Mit? Was war denn das? Ach, wie habe ich ihn vermisst? Er haut wenigstens rauf und trifft auch, ne? So. Okay. Einmal auf den Kopf. So, wird geröstet. Oh, der... Okay, Bauch ist nicht Hammer. Wir werden geheilt. Also, es ist nicht das Problem. Er hängt schon und er ist nicht mehr... nicht mehr wütend, wollte ich sagen. Ich lasse Sven mal drin, damit er geheilt wird, denke ich. Warte mal. Mach mal eine Stachelbombe. Hau mal einfach rauf. Wir hauen mal rauf. Komm. Dann mach ihn wieder wütend. Ja, naja, gleich. Wie gesagt, ich will, dass Sven geheilt wird. Deswegen, alles gut. Ich sag immer Sven, ist ja Griffin. Entschuldigung, ich habe mir das jetzt angewöhnt. Kann noch ein paar Mal passieren. Griffin geheilt wird. Ah. Griffin. Formerly known as Sven. Kennen wir doch. Wer kennt ihn nicht? Okay. So. Und ich glaube, das mit dem Wütend kriegen wir noch hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das gleich hinkriegen. Aber das wird nicht mehr lange durchhalten, das Viech. Mit Bogen, guter Laune und einem geschulten Blick hauen wir es weg. Wie wir sehen. Er hat schon den geschulten Blick. Und ein Ressi, der alles für ihn regelt. Das war's.
Okay, leichter als gedacht. Da waren die anderen, die wir teilweise hatten, schwerer. Oder es liegt wirklich daran, dass wir jetzt ein bisschen besser, ich sag jetzt mal, gepanzert sind und daher das Programm unseren KI-Kollegen auch höher gesetzt hat von den Werten. Das ist auch denkbar. Dass sozusagen die Rüstung es ausmacht, dass der Kollege, der an uns wohl angepasst ist, dann ähnliche Werte macht vom Schaden. Alles denkbar. So, oh. So, ja, schnelle Heilung einmal. Kiste. Danke. Ist das hier unten wirklich ein Monsterbau? Natürlich. Okay, aber den machen wir mal nicht. Wir haben nicht das richtige Monster. Oh. Hat schön ignoriert. Was ignoriert? Schön ignorieren? Was denn? Aber was soll denn das hier für ein Monster sein, was darüber soll? Eins, was springen kann, ja? Ah, ja, springen, springen. Ach so. Ja, die Höhle. Was? Ja. Ja, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Da steht schon wieder ein Viech im Weg. Na gut, es ist ein Seltas. Ja. Wie lästig. Ja, holt doch mal endlich mal die Fliegenklatsche. Oder das Insektenspray. Oder irgendwas. Ich glaube, wir werden es hier alles brauchen. Klingt ein bisschen hart, ich weiß. So, die anderen machen Dings, deswegen. Ich mache mal Flächenschaden ein bisschen. Dafür ist sie wirklich hervorragend, finde ich. So, brennende Explosion auf alle und wir hauen auf das Ding in der Mitte auf die Beinchen. Jojo! Alles wird gut. So, ich habe übrigens nicht geguckt, ob theoretisch, ich glaube nicht, dass es geht, hier so ein Quick-Kampf drin ist. Aber ich gucke gleich nochmal. Sicher ist sicher. Nee, geht nicht. Dachte ich mir. So, Monsti, du machst nochmal bitte die brennende Explosion auf beide. Dann haben wir nämlich ein Problem weniger. Und wir hauen weiter rauf. Aber so unheimlich riesig sind die Gegner trotzdem nicht. Du meinst für Monster oder was? Interessant ist nur, unsere Monster sind kleiner als die Gegner, die wir treffen. Immer. Und die werden auch nicht groß. Das muss was mit der Bindung zwischen Raider und Monster zu tun haben. Definitiv. Die wachsen nicht. So. Einmal austauschen. Damit wir auch nicht Schaden kriegen, wenn das Ding uns angreift. Ich dachte, da kommen noch ganz große Dinger. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Größe bleibt immer gleich. Damit es auch optisch gut präsentiert werden kann. Ich glaube, wir werden uns damit anfreunden müssen und es wird eigentlich nicht wirklich größer werden. So. Und los. Sieht gut aus. Wir nehmen es langsam auseinander, das gute Stück. Natürlich. Jetzt ist es sauer. Jetzt haben wir es jetzt sauer gemacht. Naja, gut. Also, passt mal auf. Es ist sauer. Wir wissen noch, es machte rote Angriffe. Wir brauchen was Blaues. Ich nehme mal Pfote rein. Da ist er. Oh, ist er nicht süß. Ich dachte, wir nehmen ihn mal rein. Ich vermute, er wird kaum Schaden machen, aber hey. Was soll's. Er ist putzig. Ja, wir haben ihn ja in der Schneelandschaft gefunden. Ist schon Stunden und Tage her, aber warum nicht? So. Zerhauen wir mal den Gegner. Oh.
Ja, der fühlt sich am Vulkan sicher wohl. Ja, ja, ja. Ach stimmt ja, wir haben ja gar nicht hier trinken müssen, dass wir kühler werden. Ja, wir sind ja auch in einer ziemlich giftigen Grotte. So, was kann denn der? Na dann los. Doppelangriff. Das spielt sich langsam erst ein. Zwischen uns und Pfote spielt sich das natürlich langsam erst ein. Schließlich ist der noch nicht so oft ausgepackt worden. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man Vertrauen aufbaut und das alles funktioniert, ne? Naja, die Lebenspunkte sind recht wenig, habe ich auch gerade gedacht. Er ist noch im Level nicht so hoch. Das ist das Problem dran, ne? Wir haben noch nicht so extrem hohe Werte. Okay, mal gucken. Ja, ich hoffe, dass er ein Level abkriegt. Oh, oh, jetzt wird's schlimm, weil alle kriegen Schaden. Und Pfote geht down mit einem Treffer. Das ist das Problem, wenn du die Viecher austauschst. Sie sind im Level zu niedrig. Das ist das ganz große Problem dann. Ach, das ist ärgerlich. Sowas ist dann ärgerlich, finde ich. Oh, er ist nicht mehr wütend. Er ist ja gar nicht mehr wütend. Wenn er nicht mehr wütend ist, macht er blaue Angriffe, dann brauchen wir was Grünes. Naja, nein. Eigentlich heißt es, du machst bitte nur einmal ein Team und das war's. Ja, du suchst dir deine Gegner oder deine Begleiter sozusagen am Anfang zusammen, behältst die und levelst bis zum Ende durch oder grindest dann, dass die den Levelaufstieg machen, im Sinne von du nimmst einen Gegner, ein Tier in die Gruppe und das levelt dann eben mit, in Anführungszeichen, während du sozusagen eigentlich mit anderen kämpfst, ja. Deswegen, ja. Aber das ist doch langweilig, wenn man das Spiel immer mit denselben spielt. Das war mir aber schon bei Pokémon aufgefallen. Eigentlich ist Pokémon auch darauf ausgelegt, wenn du von Anfang an mit den gleichen Tieren spielst, kommst du hervorragend durch, weil die im Level richtig sind. Wenn du zwischendrin aber die Gegner austauschst, also die Tiere austauschst, dann funktioniert's nicht. Ist so meine Beobachtung. Weil guck mal, er ist Level 25, er ist nicht aufgestiegen. Ja, und er hat ja einen Kampf mitgemacht. Ja, die Abwechslung macht erst richtig spannend, aber vom Level stimmt's halt nicht. Es ist ganz, ganz komisch gemacht in den ganzen Spielen, die so eine Sammeldinger haben. Ich finde immer, wenn man was sammelt und das kriegt man dann, dann müssten eigentlich die ganzen Tiere, die man neu kriegt, irgendwie schon ein Grundlevel haben. Ja, also sei es, dass sie jetzt mal ganz blöd gesagt irgendwie, na meinetwegen ein Level 10 haben, meinetwegen auch ein Level 5 haben oder was auch immer. Wenn die anderen Level 10 sind, dann. Aber dass sie schnell aufschließen können. Und das ist irgendwie im Programm momentan noch nicht so drin, wenn du mich fragst. So, ich mache das hier ganz konsequent. Ich laufe immer links, ne? Ganz konsequent. Lass mal kurz gucken. Wir umgehen damit die Truhe da, wollte ich nur mal sagen. Eine Truhe haben wir umgangen, umschifft. Weil das soll mir jetzt relativ egal sein. Denn wir kommen damit wirklich weiter. Ja, es macht nichts, ja. Da, das ist Omi. Wenn du es genau nimmst, das wäre Omi da unten. Aber den jagen wir jetzt auch nicht, weil wir sind ja noch auf der Suche nach dem Nerd-Giganten. Wo bin ich denn hier gerade? Okay. Außer man muss eine Brücke reparieren, ja. So, die Kleinen lasse ich mal jetzt klein sein. Hier macht links... Macht hier links eine... Macht das hier Sinn? Warte mal. Ja, weil hier geht es irgendwie weiter. Ah ja, nicht wirklich weiter. Okay.
Nee, das kann nicht sein. Wenn du ein Monster reitest, das Lava doch tauchen kann, drücke B. Aha. Kann man nicht. Okay. Sackgasse. Ja, mehr oder weniger. Alles gut. Alles gut. Übrigens, uns ist gerade heiß. Wenn uns heiß ist, müssten wir doch mal ganz kurz einen kühlen Nebel nehmen, für den Fall der Fälle. Dann geht's uns wieder gut. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Gebe ich jetzt mal ehrlich gesagt zu. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ach Gott, der Klapperstorch. Hi. Ja, der steht so, dass man... Der Klapperstorch steht so, dass man ihn angreifen muss. Links rum. Ja. Glühendes Lavamonster. So, bei dem habe ich nicht verstanden. Jetzt mal ganz blöd gesagt, bei dem habe ich nicht verstanden, der war irgendwie immun und doch nicht immun. Glaube ich. Na, mal gucken. Mal schauen, ob wir ihn diesmal hinkriegen. Ja, das Ding hat sich wieso ständig regeneriert, wenn du mich fragst. Das war irgendwie ganz komisch. Das ist ein komisches Viech. Okay, der macht blau. Dann brauchen wir... Nehmen wir mal Dings, weil er macht am meisten grüne Angriffe. So. Ich gehe jetzt auch nicht auf den... Auf den Körper auch nicht. Ich gehe mal auf den Kopf. Komm. Geh mal auf den Kopf. Nehmen wir Schwert und gehen mal auf den Kopf. Ich verstehe es nicht. Weil der ist ja wirklich immun gegen alles. Und dann zwischendrin ist er nicht immun. Und dann regeneriert er wieder. Und, okay, solange ihr da rumspielt, holst du dir noch einen Kaffee. Wir spielen mal noch eine Runde. Ja, ist alles gut. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Mal schauen. Ich breche mal den Kopf. Irgendwie, wann, irgendwo, irgendwie. So ein bisschen rumspielen. Okay. Aber ich verstehe ihn wirklich nicht. Ich muss sagen, es gibt einige Gegner, die ich in dem Programm nicht hundertprozentig verstehe. Und je weiter wir kommen, desto eher tauchen sowas auf. So, aufwärtshaken. Er macht aber nicht so viel Schaden momentan. Und das ist ganz gut. Okay. So. Und jetzt ist er irgendwie angreifbar, weil er einmal durch die Gegend sich gegraben hat, anscheinend. Jetzt macht er auch andere Angriffe. Jetzt macht er rot. Okay. Alles gut. So, jetzt macht er rote Angriffe, also auf blau. So, das ist so eine gute Kombi. Und dann hauen wir mal gleich mal rauf. Hoffe ich. Okay, Kopf ist gebrochen. Der irgendwie dann trotzdem regeneriert. Es sei denn, so als ob es zwei Viecher sind. Wenn er einmal untertaucht, dann kommt ein neues. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, auf was haue ich denn jetzt? Auf jetzt hauen wir am besten auf den Körper.